Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde. Wir werden heute mit den New Actros und den Feldbinder-Aufleger durch den Westbalkan fahren. Und warum ich das Video von gestern wieder runternehmen musste, dazu komme ich gleich. Ja, New Actros, wir haben ein paar Sachen hier an unserem Truck gemacht. Ja, sogar Mirror Cams und schöne neue Lampen. Ja, gucken wir mal. Ja, sieht alles gut aus. Der Feldbinder, ja, sieht das nicht herrlich aus? Ja, ups. Hier ist irgendwo Polizei. Ich würde sagen, steigen wir einfach ein, machen den Motor an, gucken, ob wir nicht alleine sind. Oh. Und dann würde ich sagen, fahren wir 160 Kilometer einfach mal schön durch den Westbalkan. Haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht, ja? Haben wir ja wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Und ich muss sagen, wir sind jetzt hier in Albanien. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich mal zu den Themen. Also, ich habe dieses Video hier aufgenommen. So, wie immer, stumpf ist Trumpf, einfach aufgenommen. Ja, und dann nicht weiter nachgedacht, ne? Und was ist denn, wenn man nicht weiter nachdenkt? Man fährt erstmal hier falsch. Ja, so wie man es halt immer macht. Man fährt dann halt falsch. Nee, und lädt es dann hoch. Und dann merkt man irgendwann mal, dass dann die Kommentare irgendwie sagen, hey, wo bist du? Ja. Und zweitens habe ich ja, das habe ich ja am Donnerstag aufgenommen, dass es halt Freitag für euch kommt. Ja, und schön gequatscht immer so, ne? Und dann denke ich so am Freitag, ach, da kommen wieder ein paar News über das Griechenland-DLC und neue Bilder von einer Stadt. Und dann mache ich meistens immer so abwechselnd, gucke ich mal, ob die Tonspur in Ordnung war. Denke so, hä? Wieso höre ich denn nichts? Ich schaue, warum sind da keine aus? Ja, man hat zwar hier das Programm offen, OBS, aber man ist dann so und guckt dann nicht auf jeden einzelnen Punkt, ne? Und dann war der Ausschlag fürs Mikro nicht vorhanden. Ich denke so, was ist denn jetzt? Und dann dachte ich, gut, gehst du mal in das andere Video, guckst du mal, ob da irgendwas passiert ist. Nein, da war der Ton aus. Ja, ich musste dann erstmal mein altes Mikrofon wieder nehmen für die News, also nochmal aufnehmen. Ja, was macht man nicht alles? Nochmal neu aufnehmen und habe jetzt hier am Samstag, wir haben es jetzt 8.26 Uhr, wunderschönes Wetter draußen. Ich werde dann auch eine schöne Fahrradtour machen. Und ja, dann dachte ich mir, ja, läuft ja nicht so. Ja, da war ich auch irgendwie ein bisschen gefrustet, ja. ja, da hat er das Mikro einfach deaktiviert. Ja, toll. Eine Kleinigkeit. Da muss ich erstmal mein Käffchen trinken. Deswegen fahre ich heute die Tour nochmal. Ein bisschen anders, aber egal. Ich hoffe, ihr gebt da einfach mal ein Däumchen für die... für das Durchhalten. Aber wir können ja hier rüberfahren. Jetzt mal hier ein Grenzübergang. Ui. Waren wir quasi nach Nordmazedonien, ne? Oh, hört ihr das? Polizei! Oh, was hat denn der hier von Anhänger dran? Ah ja. So, der wartet jetzt. Oh, hier ist ja die Polizei. Eieieiei, das war jetzt aber wirklich... Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ach... Das wäre ja wieder was geworden, ey. Uiuiuiui. Aber so sind wir wenigstens von dem LKW. Auch was Gutes. Oh. Ein paar Kilometer haben wir ja dann noch, die wir fahren können. Ja, schreibt mal rein, was macht ihr denn jetzt bei diesem wunderschönen Wetter? Ich werde eine Runde mit dem Fahrrad fahren. Auf ganz entspannt. Und dann ist der Tag auch schon wieder das Wochenende so gut wie geschafft. Muss ich jetzt hier lang? Nee, ne, muss doch nicht da lang jetzt. Aufliegerschaden. Oder sollte ich jetzt durch die Kontrolle? Ah, ich habe die Kontrolle nicht gemacht. Ey, bin ich ein Ei. Ich hätte die Kontrolle machen müssen. Ich habe jetzt gar nicht auf diese Warnung dahin geguckt. Oh, 2000 Euro. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ach, ich bin auch ein Ei. Oh. Na gut.
Egal. Wir haben es ja. Das war ja knapp, ey. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich in den anderen Video alles für Themen angesprochen habe. Ich habe ja ein paar Ideen so im Kopf ab September. Aber dazu werde ich bestimmt nochmal ein separates Video machen. Jetzt hier früh morgens das nochmal zu machen. Da ist man wieder ein bisschen so durch mit dem Kopf, ne? Ja, also wie gesagt, ich habe ja zum Glück immer noch eine Alternative mit einem alten Headset. Ich glaube, es war das G35, ne? Oder? Ja. Also jedenfalls mein altes Headset. Und da kann ich es sehr schnell anstöpseln. Bei dem habe ich ab und zu mal deaktiviert er einfach mal was, ne? Also irgendwie sehr komisch, warum der das macht. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, es ist ja so, ne? Man ist ja dann irgendwann noch so ein bisschen stumpf, dann hat es wochenlang funktioniert und dann auf einmal funktioniert wieder nicht. Ja, es irgendwie ist dann manchmal der Wurm drinne. Oh, fangen wir hier mal. Wir müssen, glaube ich, hier lang, ne? Ja, siehst du, guck an, waren wir ja richtig. Und früh morgens immer ein bisschen Käffchen trinken, ne? Ich habe zum Glück hier noch so ein größeres Navi hier reingepackt. Miezekatze freut sich, kann sich hinten immer ein bisschen verstecken. Ja, die nächsten Tage werden für mich ja auch ein bisschen, naja, habe ich ein bisschen zu tun. Ich habe ja vor, dass ich auch im Sommerurlaub euch wenigstens immer so ein kleines Video zeige, also eine Stunde, nicht länger wie eine Viertelstunde, eine kleine Tour, dass ihr da auch was zu sehen habt. Da muss ich erst mal gucken, ein Video habe ich ja schon gemacht, ob da der Ton auch geht. Wenn nicht, dann habe ich ein echtes Problem. Ach, nee. Immer wieder das Gleiche. Aber am Mittwoch wird dann erstmal vom Urlaub der letzte Livestream sein. Wir werden dann wahrscheinlich den Bauabschnitt beenden. Und wenn ich dann aus dem Urlaub wieder zurück bin, werden wir sicherlich auch mal den einen oder anderen Simulator wieder hier auf dem Kanal sehen. Sebastian wurde schon mehrfach gesagt. Vielleicht werde ich auch in der Urlaubszeit mal auf dem Mittwoch eine Runde Sebastian fahren, einfach mal so durch Berlin, um einfach mir wieder zu gucken, wie geht denn noch die ganze Mechanik. Ich habe schon wieder alles vergessen. Schauen wir mal. Könnt ihr ja mal gerne eure Wünsche, welchen Bus ich fahren soll, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ist das nicht traumhaft hier so lang zu fahren? Wirkt irgendwie wie Amerika, ne? Und ich kann ja nicht überholen. Natürlich macht Sinn, wenn man bergauf diese Überholspur macht, weil dann die LKWs ja deutlich länger brauchen und die Autos dann halt irgendwie doch die Möglichkeit haben, vorbeizufahren. Macht Sinn. Oh. Gleich sind wir da. Ach, einfach mal ein Käffchen trinken. Herrlich. Wir haben jetzt noch 54 Kilometer. Geht ja. Geht der ratzfatz, also so in der Länge wäre ich jetzt auch jetzt in der Sommerpause oder in der Sommerphase auch meine Videos machen. Lieber ein bisschen kürzer, dafür eine schöne Strecke auswählen. Und wenn ich jetzt so rückdenke, den letzten World of Truck-Auftrag haben ja bestimmt ein Großteil der Leute haben den ja absolviert. Ich muss sagen, ich nicht. Eine hat noch gefehlt und dann bin ich selber noch offline eine Runde gefahren und der hat die nicht abgerechnet. Dachte ich, das ist nicht gut. Naja, was willst du machen? Egal. So, können wir jetzt den hier überholen? Ja, er fährt rüber. Fahren wir mal. Jetzt fahren wir und überholen den. Oder wir überholen ihn nicht. Ah, das ist doch.
Das ist ja schon wieder. Was ist denn immer mit dem, der Kunde wartet auf unsere Lieferung? Das ist doch Blödsinn. Ich habe doch extra noch. Geht nicht. Gut, dass dieser. Ah, siehst du, jetzt kommen wir wieder hinterherfahren. Oh. Ah. Wollen wir mal tanken? Nee, tanken müssen wir nicht. Ich muss aber sagen, unser Truck hier, der macht ordentlich Banane. Aber schneller als 60 dürfen wir ja gar nicht fahren. Eieieiei. Aber irgendwie ist das schön hier gerade. Ich habe es jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren. Schreibt mal rein, wo ihr jetzt gerade momentan immer unterwegs seid. Mit euren LKWs. Aber ich war jetzt die letzte Zeit nicht mehr hier unten im Westbalkan. Also das habe ich irgendwie, naja, aus den Augen verloren. Das ist irgendwie schade. Und jetzt muss ich danach erstmal anhören, ob wirklich der Sound mit aufgenommen wurde. Aber er schlägt auf jeden Fall aus. Hupe geht hoch. Läuft. Warum fährt der jetzt hier so langsam? Ach so, weil hier... Oh! Ja. Das ist eine Baustelle, ne? So, aber hier mit den Seelauflieger, das ist schon... Gefällt mir. Also so, wie ich den LKW jetzt hier auch gemacht habe, den New Actros, ist natürlich nicht der ganz neue, ne? Umgangssprachlich MP4. Hat natürlich keine Mirrorcams und nicht so eine Lampen, ja, die ich jetzt hier drin habe. Aber findet ihr im Steam Workshop. Und wir sind am Ziel. So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Genau. Ich bin, glaube ich, zu früh reingefahren, ne? Wo muss ich hin? Ach, na. Bin ich eh zu früh reingefahren? Naja, läuft ja. So, machen wir so hier. Ich glaube, ich muss anders. Ich muss ja. Wir machen das mal mit der Außenansicht. Ich will mal. Ich würde mal so ein bisschen vergessen hier. Hier auch ein bisschen die LKWs sehen. So. Ah. Schön. Angekommen, Feststellbremse, Motor aus und Abgabe. Ja, so. Dann habe ich auf jeden Fall das Video nochmal gemacht. Und ich hoffe, dass es alles geklappt hat. Nicht so wie beim letzten Mal. Und ja, wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns morgen live, 20.30 Uhr. Vorerst vorm Urlaub der letzte Truckers MP Pro Mods Livestream. Aber ich werde schon alles vorbereiten für die nächsten ETS Livestreams. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.